Ich bin der Rumpi-Pumpi-Mann, der an jeden helfen kann. Ich hab in meinem Täschlein hier ein kleines Fläschlein stets bei mir. Rumpi-Pumpi heißt das Saft, Rumpi-Pumpi, das gibt Kraft. Es ist kein Wein, es ist kein Bier, es ist mein Lebenselixier. Rumpi-Pumpi ist Mixtur aus Waldblut, Sonne und Natur und ein Schuss Weisheit mitgepaart mit der frommen Denkungsart. Hast du Falten auf der Seele? Liebe Theaterfreunde, im Namen der katholischen Jugend St. Marien begrüße ich Herr Kolle da herein. Auch heuer hast du wieder Bühne frei. Es freut uns, dass ihr seid dabei. Ein Stück, wie es passieren kann, bei uns jederzeit. Am Beispiel der Wackel seht ihr das heute. Tapezieren tun sie gerade, da passiert mancherlei. Mehr möchte ich nicht sagen, sonst ist die Gaudi vorbei. Besonders begrüßen darf ich heute viele ehemalige Theaterspielleute. Und auch der ORF steht bereit. Das ist für uns eine große Freude. Zwischen den Akten haben wir dann jeweils 10 Minuten Pausen. Da könnt ihr euch stärken, bei Getränken und dann jausen. Doch zum Schluss nur mehr eins für die nächsten 2 Stunden. Und erhaltet euch gut, denn bei Wackerts geht's rund. Technisch-handwerklichen Arbeit brauchen kann. Aber freilich, am Laufsteg umeinander tanzen, das ist ja natürlich auch viel leichter. Du wirst es nicht glauben, das ist auch leichter. Und vor allem besser bezahlt. Ja, schon recht. Genau so habe ich das kommen sehen. Aber ich bin es auch selber schuld. Am Tisch hätte ich hauen sollen, wenn die Frau erst einmal mit solchen Spampanaden anfängt, jede Grundlage eines harmonischen Familienlebens zerstört. Jetzt bist du wieder bei deinem Lieblingsthema. Komm, trink aus, dann machen wir weiter. Ja, wie viel verlangt denn das Fräulein Manikö, wenn sie sich herablässt, um einem gewöhnlichen Handwerker wie mir zur Hand zu gehen? Das wirst du nicht erzählen können, du Kindskopf. Warum vertragst du das jetzt nicht? Dass ich ein bisschen Geld dazu verdiene. Weil mir das einfach nicht passt. Und wenn es bloß ein bisschen wäre, dann täte ich gar nichts sagen. Oder ein Verkäufer im Supermarkt. Oder von mir aus auch so ein Büro sehen. Aber am Laufsteg umeinander tanzen, auf dein Jahrestag, das passt mir einfach nicht. Den Job in ihrer Boutique hat mir noch einmal die Schüler vermittelt. Und wenn die ein paar Tage im Monat, kannst du jetzt wirklich zum Meckern aufhören. Das Wort Schüler erwähnst am besten in meiner Gegenwart nicht mehr.
Dein Auftakt, der im Mannsinn ist nämlich Schulternarm. Nachschmeißen hätte ich sollen. Gleich beim ersten Mal. Siehst du, sie sind das ganze Jahr nicht. Also beruhigt jetzt. Geh, okay. Du bägst dich um und dunkel. Wird dein ganzen Kreis da mit dir. Voll Teufel. Jesus, schaut's da aus. Haben wir mit dem ganzen Grafen nur nicht gerade ins Wohnzimmer gemisst hätten. Ja, freilich. Ich hätte dein Tapeziertisch ja im Klo aufstellen können. Sind ja ganze 1,5 Quadratmeter. Naja, im Grunde genommen ist es ja egal. Wir haben ja unsere Ruhe. Ist eigentlich schon gut, dass der Bub jetzt im Gartenhäusl draußen wohnt. Recht gemütlich hat er sich's eingerichtet. Und der Opa, der ist ja dauernd unterwegs. Der hat's ja kreuzwichtig. Wie halt alle Rentner. Heute ist er, glaube ich, so ein Seniorenclub. Ja, dass er nicht bei den Pfadfinder ist, das kann ich mir fast vorstellen. Also, machen wir weiter. Soll ich den Baum doch jetzt sammeln? Den kannst du wegschmeißen. Der ist schon total aufgebaut. So, dann. Was hab ich noch gesagt? Ich weiß, dünn aufstreichen. Hab schon begriffen. Wir sind nicht, wir sind nicht daheim. Da wird noch nicht aufgemacht. Wir machen jetzt weiter. Kannst du da einen Moment warten? Wir können doch in den verhauken Menschen reinlassen. Ja, eine Ruhe da draus, das hört man da, dass wir nicht daheim sind. Vor allem, wenn du so schreist. Du, das muss was wichtig sein. Vielleicht ist was passiert. Da ist mir gerade nachgegangen. Na, warum macht ihr denn nicht auf? Ach so, ihr habt den Maler. Der Maler bin ich. Und wir können uns heute leider von niemandem aufhalten lassen. Und schon gar nicht von Ihnen. So, Bertha. Streich die nächste Bahn ein, aber flott. Momentchen mal, Bert, am besten räumst du den ganzen Blunder hier Augenblick zur Seite. Aber warum denn? Wir sind doch mitten im Tapezieren. Du siehst doch. Tapezierst du morgen weiter. Bertha, es geht um deine Zukunft. Meine Bertha hat keine Zukunft mehr. Auf jeden Fall keine, mit der Sie irgendetwas zu tun haben könnten. Verstanden? Jetzt lass doch die Schiene mal ausreihen. Was ist denn los? Am besten setz dich einmal hin. Also, der Manager meines Unternehmens, du kennst ihn ja? Der Lakoff, der Schnegelte. Genau der, lieber Herr Wanker. Da hat es in die Wege geleitet, dass du, meine Liebe, in einem Werbespot eingebaut wirst, so als Hausfrau des Jahres oder so. Ja, und der Kameramann, der kommt heute für ein paar Probeaufnahmen. Halt! Das ist unmöglich. Ja, warum denn eigentlich nicht? So lädiert und zerrupft, wie es heute ausschaut. Da können sich Millionen geschwächter Hausfrauen mit dir identifizieren. Und Ihnen, verehrte Frau, sage ich nur mal das eine. Und das in aller Ruhe. Später, mal lieber später, können Sie mir alles sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Nur nicht jetzt. Ich bin furchtbar im Stress. Das verstehen Sie doch, oder? Ich verstehe rein gar nichts. Sie haben mir nur einmal dazu überreden, dass meine Bertha bei Ihnen als Manager rumliegt. Weiter in das Kasperl-Theater nicht. Verstanden? Vielleicht darf ich auch mal was sagen. Warum hast du das nicht früher gesagt, Sheila? Weil ich es auch erst eben erfahren habe. Und du kennst es ja mit die Herren, der Schöpfung ist es in den Kopf gesetzt, hat, da muss man sofort sein. Also bitte bind die lässige Schürze ab, Kopf noch runter. Und mach dich etwas zurecht, der Mann kann in einer halben Stunde da sein. Ja so? Und ich habe in meiner eigenen Wohnung wohl überhaupt nichts mehr zum Sagen. Aber Herr Wackern! Für Sie hat sich's ausgewackert. Ich mach da nicht mehr mit. Willi, beruhig dich doch. Herr Wackern, Sie haben wirklich keinen Grund, sich so aufzuregen. So? Hab ich nicht. Bertha, ich hab bis jetzt nie was gesagt.
wenn du jeden Monat ein paar Tage durch Abwesenheit gehst. Ich hab's hingenommen, aber dein Platz ist immer noch da. Und das, meinte ich, soll für dich noch immer das Wichtigste sein. Mein Gott, Bert, jetzt geht diese Leier schon wieder los. Kannst du deinem Göttergarten nicht klar machen, was lang geht? Das ist die Chance für dich. Na gut, ich hab's dir gesagt. Mach, was du willst. Bleib nur du, schön brav, das Hausmütterchen, das ist deine Entscheidung. Na, meine. Wenn ich doch bloß früher gewusst hätte. Ich hab doch bei so einer Arbeit wirklich keine Lust mehr auf Probeaufnahmen. Naja, das ist allerdings wirklich ein Chaos hier. Aber bitte mach dich etwas zurecht, aber bitte dezent. Du bist Hausfrau des Jahres. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Wacker. Sie können stolz sein auf Ihre Frau. Das Weib mach ich noch mal vor. Nach dem, was der immer schon getan hat, da die mit Sicherheit mildernde Umstände kriegen. Lilly, könnt man für heute nicht aufhören? Ich bin wirklich müde. Verständlich. Aber für Probeaufnahmen bist du sicher nicht zu müde, oder? Willi, schau. Nix Willi, schau. Vor 5 Minuten habe ich gesagt, einmal ist er auf, aus und jetzt ist er aus. Ich lasse mich nicht in mein eigenen Haus zum Narren machen. Ich darf jetzt hier jetzt noch den Gang fertig und dann... Was dann? Oh, das wirst du dann schon sehen, was dann passiert. Das muss ich mir erst überlegen. So, da. Und jetzt da, geh mal aus dem Weg, ihr fort. Aufpassen, wo du hinlaufst. Wieso stehst denn du jetzt da in der Tür drin? Warum bist du nicht bei deinen Postfeldern 18 Jahren? Jetzt ist dein Bannen noch beim Teufel, wenn du da mit rein rennst. Ist der Heinz schlecht aufgeregt, ne? Opa, warum bist du schon gekommen? Du weißt doch genau, dass wir heute tapezieren. Ich hab mir gedacht, dass du schon fertig seid mit deinem Tapezieren. Jetzt machst du aber am meisten Schluss und rammst das Gump da weg. Ich muss euch eine Mitteilung machen. Opa, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Komm, geh auf dein Zimmer, ich muss mich noch richten. Das tat nicht schon. Du schaust ja aus wie aus der Altkleidersammlung. Ja, ich weiß, Opa. Aber bitte schon, steh nicht länger im Weg rum. Es rennt nicht immer hin und her, als wie er weiß. Ich muss dich mal vorstellen. Was? Gell, ich hab's doch gewusst, dass dich freist. Petti, kannst einer kommen? Sie hat nichts dagegen. Ich hoffe, ich störe nicht. Aber nein. Aber ja. Aber wieso denn? Nein, gar nicht. Das heißt, fast nicht. Ist das Opa? Was machst du denn? Der alte Herr sagt immer noch für einen Knalleffekt. Ja, wie lange soll man hier uns noch umeinander schneien? Vielleicht bietet der Dame mal einen Platz an. Mei, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das sieht man. Also ich darf da mal die Kiebel auf Zeiten und so. Heißt doch nicht so hirnlos. Jetzt hast du mir aber wirklich durcheinandergebracht. Willi, hör halt auf. Nee, ohne Bombe geht's noch auf. Das wird dieser Dame da schon nichts ausmachen.
der hat heut aber einen Kranz, dein Gatte. Denk dir nix, Käthi. Wenn's da herin zusammengeräumt bist, ist richtig gemütlich da. Schau, dort vorn, bei deinem Eck, da steht ein Fernseher und ein Video. Hab alles gekauft. Kannst nicht so, Karlchen! Ja, sonst nicht immer um den Namen. Du machst ja so einen Wind da herein. Du, Bertha, tu deinen Film ein, von den letzten Wochen. Weißt du, von deinem blinden Förster und seinem lahmen Dackel. Der ist so schön. Du rührst Rotz und Wasser. Opa, das geht doch jetzt wirklich nicht. Dann kannst du dir das nächste Woche auch anschauen. Komm mal nicht gerade zur Arbeit haben. Ich will nicht nächste Woche. Ich will jetzt. Weil nächste Woche, da geht's nicht. Weißt, Käthi? Wie der Förster an seinen fußkranken Tag gekränkt ist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So ergreifend ist das. Opa, bitteschön! Willi, hör halt schau! Jetzt steh mit immer im Weg rum und lass mein Kiebel einmal da. Also gut. Dann machst du uns aber einen Kaffee. Aber einen stark, bitteschön. Nicht so ein liebes Wasser wie sonst für die Geist. Weil wir haben nämlich ein starkes Herz. Gut, ich mach euch schnell an. Willi, du sprichst doch nicht so mit dem Kleister rum. Der ganze Baum biegt doch schon. Wieso ist denn die heute so grantig? Wir stören doch überhaupt nicht. Ah, woher denn? Wie kommst denn da drauf? Und wenn so wäre, könntest du auch nichts machen. Da musst du einfach durch. Da hilft nichts. Danke. Wäre mir Schneebeißer in ein Kaffeehaus gegangen. Meinst du nicht? Papperlapap. Bertha, bringst du noch einen Mehlspeis und schlagst dir Sahne. Tut mir leid. Sahne gibt es keine mehr. Es ist halt alles ein bisschen professorisch. Wir wollten Ihnen wirklich keine Umstände machen. Jetzt ist es schon wurscht. Ich hole einen Mehlspeis. Opa, ich flehe dir und bleib sitzen. Du tropfst dir da auch nicht den Kleisterkübel rein. So, das war jetzt die allerletzte Bank, die was hier in deinem Haus da, in deinem Irrenhaus da an die Wand biegt. Machst du nicht dir ab? Danke. Um Himmels Willen, was willst denn du heute noch da? Wer kommt denn jetzt noch? Grüß dich. Da schaut's aus. Chaos perfekt. Jesus, schau, der Opa ist ja da. Sehr, ja, zeig's übereinander. Jesus, Bua, so ein Freund. Servus, Mama. Der verlorene Sohn ist wieder mal da. Krieg ich heute gar keine Begrüßungsbusse? Ja, ja, Frauli. Mein Bub, ich freue mich wirklich jetzt mal, wenn du kommst. Aber gerade heute. Mit Appetieren. Nicht zu übersehen. Jetzt hat vorher angerufen. Das ist wieder mal deine Logik, Mama. Deswegen hättest du trotzdem tapeziert. Und ich werde trotzdem kommen. Außerdem weißt du ja genau, dass ich mich vorher nie anmeld. Bringst gleich noch Tassen mit? Oder besser gleich zwei? Ja. Na, wer ist denn diese zuckrige, die nicht schon spät lässt? Zieh dir deinen Jahrgangschein ab. Der mich vorstellen. Das ist die Käthi Windmoser. Mein Hobby im Seniorenclub kennengelernt. Das ist mein ganzer Stolz. Mein einziger Enkel, Sigi. Freut mich sehr, Herr Sigi.
Opa, Opa. Also da fängt der Jahr da. Was heißt da Opa, Opa? Was ihr jungen Hupfer kennt, das kennt ihr mir schon lang, gell, kennt ihr? Mich doch, Karlchen. Mein Bub, ich schick dir wirklich nicht gern wieder fort, aber könntest du heute nicht ausnahmsweise morgen wieder kommen? Aber Mama, was ist denn das jetzt wieder für ein Deutsch? Und außerdem geht es nicht, weil... Hast du nicht für mich ein bisschen mehr Speis? Ja, ich hol den eine. Und bring eine zweite Tasse mit. Ich hab jetzt wirklich keine Zeit zum Kaffee trinken. Ich muss mich noch richten, es kommt noch wer. Da oben die offene Tür? Ich verstehe noch nicht, dass du so viele Leute einlädst, wenn du tapezieren tust. Für wen ist denn eigentlich die zweite Tasse? Jesus, hätte ich bald vergessen. Der Ricky, der steht in der draußen. Also mir wird die Worte reichen, wenn's zu blöd. Ich hol einen Mörschbeiß. Der wer? Mama, jetzt mach den Mund wieder zu. Der Ricky, ein wahnsinnig lieber Kerl. Ist Ding, der gefällt dir. Aha. Und warum steht der da draußen? Weil ich ihn mitgebracht hab. Also die Sache ist so, zu seiner Tante, zu der wohl, der ist seit in der Früh nicht da und die Wohnung ist abgesperrt. Und jetzt wird der arme Kerl schon stundenlang und quasi heimatlos in der Stadt drum. Und da hab ich ihn drauf, na, der war ja vollkommen verstört. Verstehst du mich, Mama? Da muss man doch helfen. Völkerverständigung und so. Verstehst du das jetzt? Vollkommen. Weiß ich doch. Und weil mir der arme Kerl so laut da hat, und da hat alles da gleich so ausgeschampt, Eier, hab ich mir gedacht, er könnte für eine Nacht bei uns da schlafen. Und irgendwann wird der Tante schon wieder auftauchen. Bei uns? Wo sagst du denn das jetzt komisch? Ist dir nicht gut? Du musst durch, Bertha. Du hörst nichts. Und wann kommt der? Der kommt nicht. Der steht schon draußen. Ich wollte ja bloß nicht mit der Tür ins Haus fallen, damit du nicht so erschreckst. Aber jetzt, was du das weißt. Papa, schreib mal nach dem Ricky, dass er reinkommen kann. Gehört der Dame schon da draußen zu dir? Der Lund ist schon seit einer halben Stunde am Türstock drin. Ricky, geh rein, alles okay. Hallo. Hallo. Oh, schau her. Ein waschechter Ami. Hallo! Ich bin der Opa! Der Grandpa! Verstehst mich? How do you do? Oh, very well. How are you? I'm very happy to see you. You're a very funny old man. Was hat er gesagt? Du freust dich am Opa! Komm! Sit down. Mama, es zieht. Mach den Mund wieder zu. Ich liebe österreichische Gemütlichkeit. Nein, Cowboy. Ich hoffe, es ist ein Vollstamm. Mama. Ich hab einen Punkt, schaut so alweils aus. Weißt du, Rick, wir tun neu tapezieren, streichen mal New Color and Paper for the Rooms. Oh yes, I understand. You make it alles new and pretty. Genau, alles pretty. Das ist gar nicht so dumm. Mama, jetzt steh nicht rum für die Frau da. Mach uns endlich einen Kaffee. Moment einmal, Burg. Hab ich das recht verstanden?
Soll heut noch da bleiben? Logisch. Wenn die Tante nicht da ist, stört sie da nicht, oder? Aber das geht noch nicht. Du siehst doch, was wir für Arbeit haben. Das ist unmöglich. Aber das macht doch ein Rick nichts. Gell? Macht nichts. Tief, meine Mama ist working in this room. Erstens, wie perfekt auswärts der Bursch spricht. Sagenhaft. Mein Enkel. Aber warum schlafen deine bei dir im Gartenhäusl? Geh, Mama. Da ist doch gar kein Komfort. Nicht einmal gescheites Frühstück könnt ihr machen. Das kannst du dir nicht zumachen. Und das ist der Gastfreundschaft. Sind wir unsere Verbündeten ja auch schuldig. Aber wir kennen ja gar nicht. Jetzt kennst du ihn doch, Mama. Jetzt lass mich nicht hängen, weil ich so Reklame mit dir gemacht hab. Dass du so klasse bist. Und wo soll der Mädchen schlafen? Sei doch nicht so schwerfällig. Na da, auf dem Sofa. Do you like to sleep here? Oh yes, thank you very much, ma'am. Zu meiner Mama, brauchst nicht ma'am sagen. Das ist bloß die Mama, ob Wackerl heißt. Oh, very glad to see you, Mama Wackerl. Na ja. Für eine Nacht wird's auf dem Sofa da schon gehen. Na, was ist das bloß für ein Tag? Warum haben wir gerade heizen der Beziehung angefangen? Jetzt hat es ja wieder der Fangen. Sitzt mir jetzt ja recht gemütlich beieinander. Right, very gemütlich. Also der gefällt mir. I like you. Das muss ich dir sagen. Opa, woher kannst du so gut eingehen? War doch stationiert in Amerika. Haben wir mit den amerikanischen Maden auch verständigen müssen. Apropos Maden. Da schau her. Das ist mein Girlfriend. Gell, da schaust. Oh yeah, I see. She's a very pretty old lady. Der schaut mich Oliver so komisch an. Dass du meine Freundin bist, hab ich gesagt. Was machst du denn für Sachen? Du, das eine musst du merken, du Lauser, du. Ah, das Alter. Hat noch ein bisschen Anrecht auf Wärme und so. Hab ich nicht recht, Käthe? Natürlich, aber ich möchte doch jetzt lieber gehen. Das ist ein Papperlapapp. Da musst du durch, da hilft nichts. Das war die letzte Band für heute. Und jetzt kannst du mir deinen jungen Mann da vorstellen. Ist er? Ja, nimmer. Papa, das ist der Ricky aus Amerika. Der bleibt jetzt einmal vorläufig für eine Nacht bei uns da. Übrigens, Mama ist ganz begeistert von ihm. Hallo, Papa Wackel. Ah, so viel. Wieso bleibt denn der heute da? Lass dir das Bildchen von der Mama erklären. Ich will mich nicht dauernd wiederholen. Aber in mein Bett schläft der nicht zufällig. Ah, nein. Der ist ganz anspruchslos. Der schläft da auf dem Sofa. Völlig. Oh yes, it's wonderful. Na, das kann man wohl sagen. Hab ich darin vielleicht zufällig auch noch einen Platz? Der Meinung bin ich ja. How wonderful. Du Sigi. Nix gegen deinen jungen Herrn da. Er ist ja ganz lieb, aber... Was grinst mit der Arbeit so aus? Du holst ihm halt Mama. Wie soll ich bloß jemals mit der Ordnung reinkriegen? Mit einem Logiergast im Wohnzimmer. Die hilft dir schnell. Und die Eimer da am Seitenkrank sind. Das Werkzeug da auf die Kiste.
Dann ist gleich wieder viel Platz da. Kim Papa, klopp mir dein Tapeziertisch zusammen. Oder willst du weitermachen? Ich kann mich beherrschen. So, nun greift so zu. Mir ist das alles schon so richtig peinlich, Frau Wacker. Aber Ihr Vater? Da brauchen Sie mir nichts erzählen, wenn sich der Opa was in den Kopf gesetzt hat. Was bist du immer noch so nervös? Du bist doch richtig friedlich da. Naja, wie muss nicht. Da wird's halt wohl nichts mehr werden mit den Probeaufnahmen, meine ich, Oliver. Was für Probeaufnahmen? Ich geh jetzt auch noch zum Film. Was denn? Meine Mama ist ein Movie-Star. Findest jetzt? Zeig stark. Ob den jungen Herrn das Sofa nicht zu schmal ist zum Schlafen? Halt! Wir haben lange geschwiegen. Aber jetzt hätten wir zu diesem Thema auch was zu melden. Was wollen wir sagen, Käthe? Wirst du meins, Karlchen? Opa, was kommt mir jetzt wieder für Hammer? Bertha, setz dir mal das Nagel hin. Also, dass ich es kurz mache. Wo dieser junge Ausländische im Bord heute Nacht schläft, das ist überhaupt kein Problem, das. Für dich gewiss nicht. Schnabel nicht immer dazwischen, sondern lass mich ausreden. Also, hört's zu. Mein Bett ist bis auf Weiteres wieder frei. Opa, du wirst doch nicht wieder ins Altersheim gehen. Du sollst mich ausreden lassen. Sapper laut aber auch. Wenn ich ins Altersheim gehen nicht, da war ich nicht ganz sauber da oben. Also, ohne Umschweif. Die Käthe und ich, also wir zwei, wir überwintern. Was? Machst du einen Winterschlaf? Nein, ich bin da kein Igel. Opa, was heißt denn überwintern? Weißt du, Opa? Mama denkt jetzt schon wieder an ihre Kartoffeln im Kühlschrank. Mehr kannst du sich im Moment darunter nicht vorstellen. Ich mir eigentlich auch nicht. Oh yes, was denn? Kartoffeln heißen Potatoes. Gut, Rick. Das ist der Höllerkopf. Also, jetzt bringt's mich nicht immer aus. Jetzt sauber. Sau kalt. In einem Satz. Also die Käthe und ich, also wir zwei, wir fliehen für ein Vierteljahr nach Mallorca zum Überwintern. Ja, da verschlag's euch die Reise. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, das ist, dass dieser junge Mann da heute Nacht in mein Bett schlafen kann. Ich werde nicht mehr viel zum Schlafen kommen, weil die Maschine geht morgen schon in aller Frühe. Jesus, Opa, was machst du denn? Dein Vater. Das ist ja ein dicker Hund. Willi, wie lange machen wir zwei denn schon einen Anlauf, dass wir nach Mallorca fliegen? Bis wir so alt sind wie der Opa, werden wir schon einmal schaffen. Und dann passt es besser nach Mallorca. Auf jeden Fall ist das sehr nett von dir, Opa, dass du uns das auch mitteilst. Von erst im allerletzten Moment. Ich wollte euch ja nicht im Unklaren lassen. Obwohl ich keine Rechenschaft ablegen muss. Nein, nein. Mir verschlagt's wirklich die Stimme. Ich bin fassungslos. Da musst du durch, Bertha. Lass mal dort. Liegt der noch aus auf seine alten Tags? Das ist ja wirklich ein Hammer. Wenn ich dazu auch noch etwas sagen dürfte. Wir beide haben uns eben gedacht, warum sollen wir den Winter hier in diesem kalten und feuchten Österreich verbringen, wo uns doch die Sonne und die Wärme so gut tut. Das verstehen Sie doch, oder bitte, oder? Ja, ja.
Wir haben ja gar nichts dagegen, nur es ist halt so überraschend. Wo doch das Karlchen so mit dem Räumen zu tun hat, oder? Da musst du aber schon von deinen lahmen Knien auch reden. Du bist gerade so lädiert wie ich. Entschuldig, da kommst du jetzt auch nicht mehr mit. Weißt, mein Opa, mein Grandpa und his girlfriend is flying off the island, was all warm is, hot and sweating. Sachsen die nachher mal, das ist damisch endlich. Das liegt mir halt gar nicht, dass ich da all krank war in der Schule. Ich kann nicht verstehen, eigentlich ist Chad. Richtig, der versteht ja tatsächlich alles. Na, dann werden ja alle Schwierigkeiten beseitigt und alle Unklarheiten geklärt. Wir zwei können morgen in früh abdösen. So, und ich sag jetzt gar nichts mehr. Am besten in der Familie hört sich die eigene Meinung gleich ganz ab. Geister, es wird doch nicht der Filmfred sein. Und ich schau so aus. Und wie es da ausschaut, lieber Himmel. Warum? Ist doch wirklich gemütlich. Was du noch hast, soll ich gleich reinlassen? Willi, ich flehe dich an, bleib da. So, jetzt bin ich doch gespannt, ob sich die Leute vom Werbefernsehen die Hausfrau des Jahres nicht akkurat auch so vorstellen. Jens, pass auf, Katie. Ich glaube, es gibt noch einen Mutz-Gaudi. Opa, Sigi, ich bin nicht da. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ich hab's am besten noch gar nicht gesehen heute. Was ist das Problem? Geh halt doch da, dein Mann. So, der Herr, vielleicht ein bisschen näher. Und sehen Sie sich in unseren trauten vier Wänden in Ruhe um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie sieht's denn hier aus? Wie soll man hier einen vernünftigen Werbespot drehen? Der sollte doch schon seit einer Woche im Kasten sein und jetzt stehen wir noch immer vor einem Sauhaufen. Ich bin doch nicht zum Putzen gekommen. Ist ja wurscht. Und das, was Sie da hier sehen, das alles zusammen, ist die Familie Wacker live. Und das da, dieses zauberhafte Geschöpf, ist die Traumausführung der Hausfrau des Jahres. Gordon, nice.
Was, Mutter? Ich hab's noch ein mehr Leberwurst hast. Der frisst uns noch als letzte Heimat vom Leib. Und die kennt ich schon auch der Wursteln. Glaubst du, so einen wildfremden Arme von der Straße auf und zieht ihn heim? Ja, mein. Ich bin kein Der ist ein Kerl, der meint, du kannst nicht machen. So, da. Und ich mach jetzt auch mal meine Auszeit. In deinem Haus kommst du bei deinem Durchzugsverkehr zu überhaupt nichts mehr. Bertha, bringst du mir auch noch ein bisschen von der guten, gereicherten Leberwurst? Schau's, toll, was dir unser Gast übrig gelassen hat. Na, ein bisschen freundlicher geht's nicht. Ja, was erwartest denn du, nachdem wie du mich vorhin blamiert hast? Ja, meine liebe Bertha. Aber jetzt bremst du. Meine liebe Bertha, wenn du nicht imstand bist, dir diese gefällten und dubierten Filmfritzen vom Leib zu halten, dann hast du die Folgen selber zum Tragen. Wer sagt denn, dass ich mir den überhaupt vom Leib halten will? Auf jeden Fall war das ausgeschaut von dir, dass du dein da einer geführt hast. Du hättest dem in aller Ruhe erklären können, dass ich gerade keine Zeit habe und er soll morgen wieder kommen. Wenn noch einer von den Typen da aufkreist, schmeiß ihn aus, in aller Ruhe, dass das klar ist. Ja, gut. Was das so ist. Dann machen wir die Probeaufnahme einfach anders. Da findet sich schon einmal etwas klein. Jetzt weiter die Eltern streiten. Kommt am zu. Erstens streiten wir nicht. Wir diskutieren. In aller Ruhe. Und zweitens versteht das sowieso nichts. Oh yes, versteht alles. Ich hab Trouble bis ihr Hassbein. Was hab ich? Siehst du, ja, versteht alles. Das ist ein Schwarz an der Roten, wenn man am Papa sein Gesicht anschaut. Wenn dir mein Gesicht auch nicht mehr gefällt, dann kannst du gleich deine 10 Zellen bekommen und zu deiner super gescheiten Schiller ziehen. Hey, wirklich? Ich bin's recht, aber am Schmarrn. Ja, wieso soll denn dein mein Leberwurst nicht schmecken? Ob es gut ist. Oh ja, ist very good. Ja, machen das Leberwurst? Nein, das tut mir halt schrecklich sorry. Mehr gibt's nicht mehr. Das ist schon. Ja, Bertha, wenn du dann deinen Vertrag mit Hollywood machst, musst du deine englische Kenntnisse auch noch verbessern, weil sonst wirst du ausgelacht. Jetzt fang du mit deinem Kass auch noch an. Na, mit euch zum Mountbuilder kann man wirklich kein vernünftiges Wort reden. Ihr seid ja sowas von kindisch. Oh, ich geh nach Hollywood. Und es wird auch noch einmal mitreden. Schau bitte. Jetzt hören wir halt einmal zu. Das soll so ein Werbespot von vielleicht 10 Sekunden werden. Das ist alles. Muss man denn deswegen so einen Zirkus veranstalten? Ach so, also muss ich in Zukunft immer um 18.23 Uhr einen Fernseher einschalten, dass ich meine Frau für ein paar Minuten sehen kann. Schau gut, mit deinem Mount kommst du nicht rein. Hoffnungslos. Papa, das ist doch optimal. Zeichnen wir dann das Video auf, dann kannst du dir die Mama den ganzen Tag lang anschauen. Sie sagt allweil den gleichen Satz, hat allweil das gleiche Interesse. Und stell dir vor, zurückbringen kannst du auch nicht. Und dann, wenn es voll wird, dann drückst du ganz einfach aus den Griffen. Ha, ha, ha. Wo ist denn da, Bitch, ein Witz?
schau, Willi. Im Grunde genommen bist du vielleicht sogar ein bisschen stolz auf mich. Warum machst du denn das alles so schwer? Ich habe den Ganzen noch einmal eine Freude. Okay. Na gut, dann halt nicht. Aber der Opa dürfte jetzt schon langsam auch wieder kommen. Wir müssen ihn alles herrichten. Bis da alles beieinander ist, für ein ganzes Vierteljahr. Und der Opa hat aber schon auch Nerven. Ich sag an das Arm und Ohr. Ja, nein. Jetzt hat der Opa was. Es ist ja wirklich kaum zum Fassen. Fliegt ja nicht ein. Fliegt ja mit seinen vollen 70 Jahren mit einer Freundin nach Mallorca. Und mit der Oma Selig hast du 40 Jahre lang nicht weit, wenn wir bis zum Schwammer zu suchen brauchst. Meiner! Brauchst dich gar nicht mehr künstlich aufregen. Oh Mensch, fahrt nach Mallorca. Ich jedenfalls nicht. Opa, was ist denn jetzt schon wieder los? Ist du dein Kätchen mit dem anderen durchdrehen? Ja, mein Opa, in deinem Alter sind die Damen halt noch recht oft wankelmütig. Los, gefälligst euch einen saudummen Witz. Mir ist Hunde Elend. Komm, Opa, setz dich her und dann Sir. Was denn weiter ist, Greinbach? Sigi, jetzt gehst du mit dem da ein bisschen an die frische Luft. In der Bock nimmer. Sag's ihm doch selber. Du bist ein Sadist. Ricky, listen. You like the walk, a little, und der Blockraum. So, 10 Minutes. Oder eine Stunde. Ist ja gegangen, Mama. Aber verstanden hat er nichts. So, ja, und Bärsche. Jetzt geht es ein bisschen. Erst einmal drin. Jetzt rein. Opa, komm, was du? Gott sei Dank ist der mal für ein paar Minuten draußen. So, und ich schau jetzt, ob der den ganzen Kühlschrank der geputzt hat. Hast du jetzt für mich auch mal eine Minute Zeit? Ja, jetzt rein, Opa. Warum fliegst du jetzt mit deiner Kette nach Mallorca? Weil wir so zu einem Streiten gekommen sind, dass ich zu ihr gesagt habe, sie soll sich einen anderen Täter suchen. Der was mit so einem alten Hein überhaupt nicht. Ja, Opa, das macht man aber auch wirklich nicht. Und was hat sie dann gesagt? Dass er sich schwer tun wird, nur einen größeren Täter zu suchen. Ich hab doch vorhin so einen stillen, fast vornehmen Eindruck gemacht. Da siehst du es wieder. Trau du einen Weib. Alles Verstellung. Bis einen kassiert haben. Aber ohne mich. Und dann sag sie auch noch zu mir. Ich war ihr zu alt. Das wagt sie, zu mir zu sagen. Wo sie doch ein ganzes halbes Jahr älter ist wie ich. Ja, aber warum soll sie denn überhaupt zum Streiten kommen? Ich warte doch vor einer Stunde ein Herz und eine Seele. Das war von einer Ewigkeit. Weil dein Heimbad du ihren Kopf durchsetzen willst. Aber das habe ich schon bei der Oma, sorry, nicht mehr durchgehen lassen.
Wo kommt man da denn hin? Sag sie mal so einen gescheckerten Fetzen. Ein Cocktailkleid ist das, hat sie gesagt. Und das, hat sie gesagt, das ziehe ich dann immer abends an, wenn wir zum Tanzen gehen, hat sie gesagt. Mehr hab ich gesagt, geh zum Tanzen. Du und ich, mein liebes Katchen, hat sie gesagt. Auf Mallorca gehen alle Paare abends tanzen. Aber ich nicht, hab ich gesagt. Weil ich in meinem ganzen Leben noch nie getanzt hab. Fang ich auch auf meine alten Tage nicht mehr damit an. Und mit deinen komisch geschäkerten Fäßen schon gar nicht, hab ich gesagt. Dann sagt auch sie, dann will's erst gar nicht nach Mallorca, wenn's nicht tanzen kann. Oder sie sucht sich einen anderen, hat sie gesagt, der was mit ihr tanzt. Das tust, hab ich gesagt. Wenn's so einen Blöden findest, dann hat sie mir deinen geschäkerten Fäßen der Pfarrer gerade vor die Füße geschmissen und wagt mich auch noch anzuschreien. Ich wäre ein alter, verdrahtender Tadelkreis, hat gesagt. Und mit sowas will sie nicht ihren Lebensabend verbringen. Nicht da, nicht auf Mallorca, überhaupt, nirgendwo. So, das war's. Das sage ich. Ja, mein Opa. Da musst du durch. Und außerdem sind es von dieser Dame schon recht stichhaltige Argumente, also eine Reise abzusagen. Aber was würden von einer Frau schon anderes erwarten? Sehr richtig. Je älter das werden, umso tappiger, allstarriger und dickköpfiger werden sie. Wie wenn man nur wegen Tanzen nach Mallorca fahren darf. Na, einhaltig ruf dich! Also, ich war schon besser verstehen. Sie hat halt lang gefahren. Sie wollte halt ein bisschen was von der verloren gegangenen Romantik der Jugend zurückholen. So was spielt bei einer Frau immer mit. Auch wenn schon alt ist. Der ist alt und deppert. Gefühlslose Leute. Hast ja recht, Opa. Seelensalat. Alles Schmarrn. Aber warum hast du ihr das nicht auf Mallorca gesagt, dass du nicht tanzen willst? Du hättest am letzten Abend wirklich keinen Streit mehr provozieren brauchen. Bei sowas muss man gleich klare Verhältnisse schaffen. Aber wenn du deine Kette doch gern hast, so hast du doch zumindest vorhin ausgeschaut. Warum hast du es denn dann nicht probiert, das Tanzen? Wer sagt denn, dass ich die Kette gern habe? Sie regt mir halt nicht so auf, wie alle anderen alten Gains. Die, was nur einen ganzen Tag umeinander schnattern, das ist alles. Und jetzt regt sie mir erst noch auf. Das hat sie gerade noch geschafft. Und tanzen tat sie wohl. Und was machst du jetzt mit deinem Flug? Der ist schon gebucht, oder? Das ist mir wurscht. Ich würde schon einen anderen aufgabeln. Ich gehe jetzt in mein Bett. Mir reicht's. Das ist ja eine schöne Beziehung. Und dass euch auskennt. Ich will heute nichts mehr hören und sehen. Wer auch kommt, ich bin für niemanden zu sprechen. Ich ziehe mich zurück. Na, da muss man einmal, man hat mit der Jugend Probleme. Dabei mit den Alten ja noch viel mehr. Und dein Vater ist ja ein ganz besonderes Exemplar. Es ist ja wirklich kaum zum Fassen. Führen Sie auf, wir zwei kleine Kinder. Zuerst sturteln's, dann streiten's. Und der reichschmächtige Lalli liegt heute Nacht auch noch im Wohnzimmer rum. Wie wenn der Verhauen nicht schon genug war. Siehst, Bertha, bei diesem bewegten Familienleben hast du mir garantiert keine Zeit. Dass du für irgendeine Notfabrik da eine Reklame einer machst, das siehst du doch ein. Du bist und bleibst der Kindskopf. Sag das nicht. Ich bin dein dir angetrauter Ehemann. Und der sagt dir, wenn da noch einer von den Typen aufkreist, kommt er da genauso wenig über diese Schwelle
Wird der Opa nach Mallorca fliegt, stimmt's? Genau, ich hab ja gewusst, du bist mein Gescheitsweibel. Ich würd sagen, das warten wir einfach einmal ab. Das war aber ein kurzer Spaziergang. Ich hab die Gärtin ja drauf. Setz dich nach hin, Schnecke. Guten Abend beieinander. Ich wollte ja wirklich nicht mehr mitgehen, aber der Sigi hat gemeint, das sollte ihnen nichts ausmachen. Ja, dass unser Sohn überaus gastfreundlich ist, das sind wir schon gewohnt. Setz dich nach hin, Mädel. Du störst heute auch nicht mehr. Wie geht's denn jetzt noch, Opa? Ja, diese Beziehung scheint beendet. Krach hat er gehabt mit seiner Kette. Ja, ja, die Jugend. Über das Auto am Alter sind wir zwar schon mal Schnecker. So, und nachdem die Stunde jetzt wieder voll ist, mach ich a little walk um den Block. Nein, ich schnapp mir das Flugticket vom Opa und flieg mit der Kette nach Mallorca. Ganz wie alt Deppen noch will. Das ist gut. Aber zuerst kannst du schon noch tanzen lernen. Papa, stell dir schnell einen Rick seinen Seesack rein. Was für ein Seesack? Wie meinst denn du? Der ist nur mit dem Zahnbürstel von Amerika rübergekommen. Da. Viel Vergnügen kann ich da bloß sagen. Der wird da nicht für ungemacht. Alles auspacken werden. Aber Mama, das darfst du nicht so eingesehen. Du musst schon ein bisschen flexibler sein. Das wird ja einmal noch besser. Lass du deine Griffe! Wie ist das jetzt?
Egi, du spinnst. Schrei den armen Kerl doch nicht an. Weiß ich so bad wie's mich? Weil er ein Faulhaus. Von deinem Cowboy-Verschnitt, dieser drittklassigen Importware, meinen wir es auch. Hast du dir widerstandslos gefallen lassen? Jawohl, meine Liebe, so schaut's aus. Geh, jetzt machst du aber aus einer Mucke einen Elefanten. Bloß, weil wir zwar ein bisschen rumgeschäkert haben. Und das war ein bisschen zu viel, meine Liebe. Red doch nicht so geschwul daher, du spinnst ja. Wer spinnt da? Das verbiete ich mir. Ich lass nicht schon vor der Ehe und Hans Wurst aus mir machen. Be quiet, please. I'm tired, müde. Halt doch du, dein Pap. Gesiegi. Jetzt sei halt wieder lieb. Schau, der Ricky, der meint es doch gar nicht so. Der albert halt ein bisschen rum. Naja, wenn's mich fragst, dann ist der so harmlos wie ein frisch ausgeschluckt Bieter. Von ihm red ich ja gar nicht, sondern von dir. Gib's doch zu. Direkt gefallen hast du, dass er an dich rumtappt hat. Jetzt reicht's mir aber. Mit dir red erst wieder, wenn's normal ist. Oder noch besser, dann schreibst mir. Halt, da bleibst. Wir haben noch nicht ausgereicht. Ich schon. Solche 10.000 Diskussionen sind mir einfach zu blöd. So, wenn da unsere gemeinsame Zukunft zu blöd ist, dann kannst du gleich verschwinden. Das will ich ja die ganze Zeit. Ja, sag's nicht, ich hol dir gleich. Ich hol dir Ruhe in deinem Haus. Opa. Ich bin Rentner, ich hab meine Ruhe verdient. Jetzt gibt's doch endlich eine Ruhe. So.
auch nicht. Und so zugeht wie beim 70er Krieg. Da war ich doch gescheiter im Altersheim blieb, als wie das in das Irrenhaus da zurückkommt. Da war wenigstens zum Punkt 21 Uhr Funkstelle. Ist schon gut. Leg dich mit an, weil sonst kriegst du einen Herzkasper. Wieso streizen ihr zwei? Immer diese problematischen Zweierbeziehungen. Bis ins Loch eine Forst ist keine Ruhe mit den Weiberleuten. Dann ja alle gleich. Aber jetzt, was mich aufgeregt hab's, hab ich einen Hunger gekriegt. Du Sigi, mach mir Kassbrot, aber Dali. Gerade hast du gesagt, im Altersheim war ein Punkt 21 Uhr Funkstelle. Gut, hast sicher auch nichts mehr zum Futtern gekriegt. Ich bin jetzt nicht im Altersheim, sondern ich bin da. Mit der Kassbrot, weißt du? Mama, der Opa hat Hunger, er möchte Kassbrot. Und zwar Dali. Mei. Gerade hab ich mir ein bisschen hingelegt. Ich hab einen Hunger und ich möchte Kassbrot. Ich glaub, ich flieg auch noch mal locker. Kass hab ich keinen mehr. Und der Spiegel halt in die Tonne rein. Jetzt liegt der noch im Weg umeinander. Wieso streizen ihr zwei nicht? Das nicht laut, immer. Jetzt fangst du mich ja nicht mit der Weisheit des Alters an. Weil sonst haust du die Sicherung aus. Weil du eh schon so gescheit bist. Bei mir ist das was anderes. Da geht's um Prinzipien. Bei mir auch. Ah, hören Sie es auf, Herr Wackerl. Eifern tut er in deinem Blick. Du wirst doch nicht wegen deinem Knierwagen Lali doch eifersüchtig sein. Eifersucht ist eine besonders hirnrissige menschliche Schwäche. Und außerdem eines Mannes unwürdig. Wenn du schon so gescheit bist, warum lernst du deine ganz einfach Distanz? Kein Wort mehr über die hinterlistige Schlangen. Mit einem Fußtritt zerstört sie das Glück unseres Lebens uns. Aber die Frau ist für mich gestorben. Aus Pasta finito. Und jetzt Sigi, versöhn dich da mit der Gerti. Ich is dann mein Kassbrot und geh auch wieder ins Bett. Komm her, Mauser. Ist ja alles wieder gut. Ich verzeih dir. Ja, das ist ja der Gipfel. Er verzeiht mir. Haben Sie das jetzt gehört, Herr Wackerl? Das ist doch großzügig von ihr. Also, bitte meiner Käthe, nicht so mir nichts, dir nichts verzeihen. Aber da ist für ihn nichts zum Verzeihen. Und das ohne sage ich dir. Wenn du jetzt schon so anfängst, ja, dann wirst du ja mein Leben lang mit Scheuklappen umeinander laufen. Da sind wir mal aus Versehen ein anderes Mannsbild ausschauen. Nein, mein Lieber, mit mir rein. Man kann alles übertreiben. Mir ist zehn, du alter Waschlappen. Aber. Ja, jetzt brauchst du nicht so glotzen, als wir ein Karpfen. Nein, ist gut. Da steh dich und lauf's noch. Und bist verkauft für den Rest deines Lebens. Ja, spinn ich. Sollst auch rennen. Glaubst, bloß am Alt ist der der Schuld. Aber das hat man davon. Wenn man jeden Abtag aus der Sünde gewährt. Und überhaupt ist von Amerika noch nie was Gescheites rübergekommen. So, Opa, da hast du was zu essen. Wieso ist das kein Kassbrot? Weil es ein Spiegelohr ist. Und weil der Kass aus ist. Für die Ohr? Da geht mein Cholesterinspiegel so auf. Hat der Doktor gesagt. Für dein Ohrenohr
da schon nicht gern lebensbedrohlich aufgehen. Und wenn jetzt nicht bald der Ruhe ist, dann geht bei mir was auf, und zwar der Blutdruck. Ich darf eh schon längst fliehen. Aber das junge Gemüse da, das gibt einfach keine Ruhe. Wo ist denn die Gerte? Hat sie es gehen? Mama, frag mich keinen Trichter auf. Ich fahre jetzt in mein Gartenhaus raus. Dort habe ich wenigstens meine Ruhe. Komm, Bub, bleib halt da. Es ist ja da schon spät. Hast recht. Licht habe ich keins am Rad. Aber wo soll ich denn schlafen? Ist ja jedes Lager belegt. Weißt du was? Ich hol dir für heute Nacht eine Luftmatratze. Für eine Nacht geht's schon. Das mag ich. Auf dem Boden soll ich denken. Weil der da Breitsbrot auf dem Sofa liegt. Jetzt hörst du aber auf. Schließlich hast du ja du einen Braun. Ach so eine Sauerei! Wir stellen den Kleisterkübel da mitten am Raum. Da hält's aber ein Zwei-Ohr-Eine-Hauke. Das ist ja gerade was für einen hohlen Zaun. Das darf ich schon nicht fortfliehen, dann soll ich verhungern auch noch. Opa, jetzt hol keine Volksrein mehr. Komm, geh ins Bett. Also gut. Ich zieh mich erneut zurück. Aber ich biete mir absolute Ruhe aus. Ich hab auch meine Probleme. Nicht nur du. Unzen tat sie wohl, ne? Pass halt auf, Opa. So, da legst du jetzt her, damit eigentlich eine Ruhe ist. So. Ich hoffe, du liegst gut. Na, weshalb bin ich gerade heute auf die Schnapsidee gekommen? Mein trautes Elternhaus aufzusuchen. Du, ist da wer draußen? Ich schau mal nach. Ah. Sag's mir noch einmal, ist das hart? Ja, spinn ich! Hey, Kamerad! Steh auf! Wer ist das Problem? Du bist das Problem! Genau! Why? What time is it? Frag nicht so viel! Ich hab auch noch mal gehört, wenn er mal auf sich hat. Aber dein Zang hab ich am Zang. Soll bloß keiner mehr kommen. Jetzt stinkt er mich schon. Das war ganz gewaltig. Was sagst du, Bertha, die Geschichte? Das kannst du doch nicht machen. Der Willi hat mir davor geschickt. Und ihm erklärt, er soll morgen wieder kommen. Fortgeschickt, rausgeschmissen, hat ihn einfach an die Luft gesetzt und erklärt hat ihm gar nichts. Der Spot soll morgen im Kasten sein, verstehst du denn das nicht? War hier in der Gegend vielleicht irgendwo ein Erdbeben? Wieso Erdbeben? Naja, ich dachte, wir haben ein Auffanglager für Obdachlose. Naja, ganz unrecht hast du ja nicht. Aber was willst denn du jetzt noch? Liebste Bertha, ich will mich bei Leib nicht aufregen, aber ich habe heute schon genug Aufregung hinter mir. Wie ich dir schon sagte, sollte ich Besuch bekommen. Den ganzen Tag warte ich schon auf den Jungen und dann noch dieser Ärger mit dir. Wenn du aber immer im letzten Moment kommst, ich kann ihn nicht immer alles liegen und stehen lassen. Kathi, arbeitet die Bevölkerung jetzt eigentlich einmal schlafen? Unterbrech mich, junger Mann. Ja? Bertha, du kommst.
jetzt spinnst. Hör zu, den Typ, den dein lieber Gatte vorhin vor die Tür gesetzt hat, der sitzt unten im Gast zur Post. Du sollst jetzt mitkommen für ein kurzes, klärendes Gespräch. Ob du überhaupt und wie lange du in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen kannst. Schließlich hat der Gute auch einen über dem Kopf, von dem er gewaltig eines auf die Rübe bekommt, wenn er unverrichteter Dinge wieder antanzt. Das könntest sogar du begreifen. Und wenn du jetzt kneifst, dann muss ich mich schleunigst um Ersatzung sehen. Die Sache könnte sehr lukrativ für dich sein. Aber der Willi kann sich noch einmal nicht damit abfinden, dass ich so einen Nebenjob habe. Und außerdem alle Augenblick und eben im unpassendsten Moment, dass ich knall am Vorfahrt daheim weg. Das geht noch einmal nicht, wenn man verheiratet ist. Man hat ja schließlich Verpflichtungen. Bist du in mein Hausmütterchen? Unverbesserlich bist du. Ob mit deinem Willi? Der Mensch lebt doch im vorigen Jahrhundert. Hat ich mich im jetzigen noch mal schlafen? Nun halt mal die Luft an, Junge, ja? Bertha, du bist meine beste Freundin. Du kannst dich jetzt einfach nicht im Stich lassen. Ich habe mit dem Mundfuß nicht geredet, dass du das geeignete Objekt für den Weichspülerspot bist. Aber ich nehme doch überhaupt keinen Weichspüler. Ich nehme mir einen Eissig. Ich habe dir eine Untersteigerung von mindestens 40% eingeredet, wenn du mit deinem sanften, kräftigen Blick am Bildschirm erscheinst. Bitte geh für eine halbe Stunde mit. Na gut, der Wille ist gerade nicht da. Nein, zu was lass ich mich bloß alles überreden von dir? Nichts als Unfrieden hat es in meine Ehe gebracht. Ich zieh mich noch schnell an. Na gut, jetzt beruhig mich mal den Typen unten im Gast zu Post, dann sind wir weiter. Mama, jetzt geh endlich, damit endlich einmal eine Ruhe ist. Was quengelt der Junge denn immer so? Hey. Na, wo gehst du halt noch hin? Willi, dass du schon da bist. Ja, soll ich vielleicht noch 25 Mal am Blog rumlaufen? Oder mich vorher anmelden, ob ich zu Hause angenehm bin? Na, das passt ja wieder. Ich klink wohl das. Jetzt geht das schon wieder das. Willi, reg dich bitte schon nicht auf. Aber ich hab dir doch gleich gesagt, dass du den Mann nicht so rausschmeißen kannst. So kann ich nicht. Ich kann noch viel mehr. Hier ist eine Öffnung. Und ich empfehle Ihnen dringend, durch selbige augenblicklich zu verschwinden. Willi, ich muss noch ganz schnell und ganz dringend für ein paar Minuten weg. Bei Verhandlungen. Ich bin gleich wieder da. Bertha, du bleibst da. Herr Wackert, bitte machen Sie hier keinen Aufstand. Ihre Bertha ist in Kürze wieder zurück. Sie haben in meinem Haus überhaupt keinen Schnaufer mehr zu machen. Sie... Emanze. Sehr richtig. Emanze. Wie Sie meinen, mein Lieber. Aber Bertha, nun schnell. Kommst du nur mit oder nicht? Bertha, ich warne dich. Willi, ich bin gleich wieder da. Ich muss die Sache persönlich klären. Komm schon. Bertha, dein Platz ist immer noch da. Komm zurück. Papa, schrei nicht so. Sie ist eh schon vor dir. Ruhe. Wieso hat diese impertinente Weib, die Schiller, nicht schon beim ersten Mal rausgeschmissen? Kannst du mir das sagen? Papa, heute nicht mehr. Ich hab keine Sprechstunde mehr. Komm, geh ins Bett. Ja, bin ich blöd? Ich soll ins Bett und sie treibt sich mit den fremden Mannsbällen in die Kneipen drin rum. Sie treibt sich nicht rum, sie verhandelt. Das ist das Gleiche. Und jetzt tue ich das, was ich schon mutsmäßig lange nicht mehr gemacht habe. Was? Gehst du in die Meier an Docht? Hier ist schon einer, auf die Sauftür geht. Das hat sie jetzt erfahren. So weit hat sie es gebracht. Jetzt waren ja endlich alle draußen beim Laufen. Na, um einen Mann so habe ich hier. Dann kann es mir keinen lernen. Dann könnte ich eh. Da ist ja gar keiner. Opa, schlaf. Du hast Halluzinationen. Das ist gut, dass du noch auf bist. Ernst liegt ja schon wieder da. Oh, Uwe, steh auf, schnell. Opa,
was ist denn? Es gibt kein Kassblatt mehr. Hab ich was für ein Kassblatt gesagt? Jetzt steh auf, aber schnell. Sonst wäre ich fuchtig. Ich bin in mich gegangen. Es gibt nur eine Lösung. Du gibst mir jetzt und sofort und augenblicklich und ohne Widerrede Tanzunterricht. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie tief das schmerzt. Was doch so schön war mit uns zwei. Bitte auf das Jahr. Jetzt mal ganz ehrlich. Sag mal, wie alt bist du jetzt eigentlich? Liebe kennt weder Zeit noch Grenzen noch Alter. Das sollst du nicht für möglich halten. Dann fahr doch hin zu ihr und hol das, damit eigentlich einmal Ruhe ist. Ich deppert. Ich hab ja schließlich auch meinen Sturz. Aber hart ist es. Sehr hart. Wo man so schmählich verlassen wird. Ich glaub das ja, Opa. Aber jetzt höre ich dich schon zwei Stunden, aber dann schreibst du mit deinem Salat zu. Aber schon langsam. Jetzt geht's mir auf den Wecker. Und ich komme mir ja schon bald vor, wie die telefonische Seelenfürsorge. Keiner hat Zeit für mich. Keiner versteht mich. Keiner lässt mich zu. Sei mir nicht böse, Opa. Aber ich will jetzt wirklich nicht die ganze Nacht über deinen Selbstzustand diskutieren. Schließlich hängt es mir beim Hals aus. Und außerdem ist mich dich jetzt erst an. Und ich fühle mich auch nicht auf. Du hast ja noch viel mehr Zeit wie ich. Bei mir pressiert's. Was da jeden Tag aus sein kann. Hey Opa, du wirst das so alt wie der Methusalem. Nein, das darfst du keinem Menschen erzählen. Das glaubt dir ja kein Mensch. Dass der eigene Großvater Liebeskummer hat. Untersteh dir und erzähl das, weil ich enterb dich. Und warum hast du dann wissen wollen, wie er wisst und der Holigoli gehen? Was du es jetzt gar nicht verwerten kannst? Ja mei, solche Kenntnisse kann man immer wieder brauchen. Es gibt ja schließlich noch mehr Frauen, oder? Aber keine Käthe gibt's nicht mehr. Geh, Opa, jetzt sei einmal still. Du weckst mir noch den Ricky auf. Obwohl, der hat 20 Stunden Schlaf zum Nachholen. Aber trotzdem, du bläst mir das ganze Haus zusammen. Jetzt gib mir mal die Flaschen her. Lass mir meine Flaschen da. Was bleibt mir denn anderes übrig, als wir das sinnlose Saufen? Ich werde zum Sandler. Genau. Verstehst du es? Aber ich muss morgen wieder auf die Uni. Ich muss mein Kopf beieinander haben. Jetzt schlaf endlich.
Du kannst ja schlafen gehen, aber ich bleib da hocken. Rat mit Fleiß. Und außerdem hab ich so ein schön ein warmes Fußschammerl da. Das wird jetzt Mama sein. Oder die Gerti? Oh mei, bin ich unglücklich. Entschuldige, mein Lieb, dass ich nochmal so spät hier auftauche, aber... Ich will ja wirklich nicht sagen, dass Sie eine Nervensäge sind. Aber scheint langsam gehen Sie uns allen ganz schön auf den Weg, ja klar? Ich weiß, das ist praktisch ein akuter Notstand. Wo ist deine Mutter? Fragen Sie mich was Leichteres. Ich habe sie doch vorhin unten im Gassen zur Post abgesetzt. Du solltest sie sich mit dem Kameramann treffen. Dann bin ich heute zum vierten Mal zum Flughafen rausgerast, um nach dem verschollenen Jungen zu suchen. Dann wieder zum Gassen zur Post, wo deine Mutter verschwunden ist. Ich bin praktisch am Ende. Ja, ich dreiste jetzt schon 2 Stunden lang meinen Opa. Und wenn ich jetzt auf Mama aufpassen soll, dann fühle ich mich deswegen so überfordert. Und überhaupt, das auch nicht. Muss ich nicht schon mal in aller Ruhe sagen. Seitdem Sie unsere Mama in die Modeschuppen aufkommandiert haben, seitdem ist bei uns gelingt, ich sag, der Teufel los. Und jetzt soll sie auch noch werden sein, die Hausfrau ist ja nicht. Ja, richtig. Und um mich kümmert sich seitdem kein Mensch mehr. Das meldet den Tierschutzverein. Hey Opa, jetzt holt doch einen Moment die Luft an. Und Ihnen, gnädige Frau, kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Und wie Sie ja sehen, ich habe Besuch aus Übersee. Ach so, was du nicht sagst. Mein Gott, die Werbefritzen machen mir die Hölle heiß und deine Mutter lässt mich einfach so im Stich. Wenn sie kommt, sie soll sich bitte schleunigst bei mir melden. Na gut, dann fahre ich eben nochmals zum Flughafen raus, um nach dem verschollenen Jungen zu suchen. Wissen Sie, der Junge meiner Freundin, der sollte nämlich heute mit der Benne kommen. Ich hoffe, dem Kleinen ist nichts passiert, das wäre wirklich schrecklich. Sie haben ja so recht. Schrecklich. Einfach schrecklich ist das alles. Opa, sauf nicht so viel. Sie, wie wär's? Nehmen wir es ganz einfach dahinter oder mal mit? Ja, wer bei uns übrig? Ach, was nicht sagen, der junge Mann kommt auch aus dem Staat. Frisch importiert, praktisch nur warm. Vielleicht sollte ich mal fragen, ob er den Kleinen, den er da gesehen hat. So groß ist er ungefähr. Was? So ein kleiner Wurm? Dann schickt man da nicht einen Namen für die halbe Welt. Was sind denn das für Alter? Moment, wann haben Sie denn das letzte Mal gesehen? Naja, ich denke, so vor 10 bis 12 Jahren sind seine Eltern rüber. Also, wenn der nicht gerade so die Spezies der Schrumpfgemeinen gehört, dann müsste der eigentlich inzwischen für den Boxen sein. Ist doch logisch, oder? Prost auf die Schrumpfgemeinen! Opa, jetzt auf nicht so viel! Du kriegst ja einen Rausch! Oh, wie schon! Natürlich, du hast recht, ich bin total bescheuert. Und wobei kriegst du deine Bündel da auf dem Fußboden? Nein, keine gar nicht. Such dir aufmäßig mit. Und hilflos herumgeht dieser. Dann wollte er immer seine Tante anrufen. Die war aber nicht daheim. Sie, nicht daheim, mit wem etwas? Mir auch, Junge. Könntest du den jungen Mann nicht etwas zur Seite drehen, damit ich ihn mir besser ansehen kann? Aber gern. Hier doch. Ich glaub schon seit Stunden. Hier, Rotz. Ich bin doch hier, praktisch bin ich nicht da. Nicht so grob, der arme Junge. Das schaut einem schon gar nichts. Ich hab mich heute schon genug geärgert. Da, diesen Fall. Kennst du die Tante? Tante Arbeit, good night. Nix, good night. Aufwachen. Momentchen, da ist der Zettel. Mit meiner Adresse und meiner Telefonnummer. Er ist es. Aber was ist los? Wer braucht Hilfe? Opa, wenn du schon helfen, kannst du die Service kaum mehr klatschen. Mein Lieber,
armer Kleiner. Kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin's, deine Tante. Problem. Okay, jetzt erschrecken Sie doch den Armen nicht so. Das ist doch ein Schock, was Sie mit dem machen. Mein lieber, armer Kleiner, du hast den bloß nur die ganze Zeit über gesteckt. Bitte, klären Sie diese Frage in Ihren eigenen vier Wänden. Hoffentlich wird es nur mehr angefallen. Wenn man es denkt, da, sonst ein Grafel mit. Wie Sie ja sehen, wir sind räumlich etwas beschränkt. Wer ist da beschränkt? Du, das verbiet ich mir. Ein mein Alter. Merkt ihr das, gell? Das ist schon gut, Opa. So, und jetzt erwähnt die Freunde. Unser Soll, ein christlicher Nächstenliebe, ist erfüllt. Na gut, dann komm halt mit, mein Kleiner. We don't understand. Das verstehst du schon noch. Look, das ist deine Tante, dein Aunt. Kapierst du das jetzt? Oh yes, how wonderful, I love you. Vor allem hat er jetzt anderes Opfer zum Abschlag. So, war mir ein Vergnügen, Freunde. Aber jetzt bin ich halb froh, wenn du draußen bist. Servus, Ricky. Mach's gut. Well, you're a very good friend. And a big kiss for your pretty girlfriend. Ist schon gut. Viel Vergnügen, gnädige Frau. Auf was hat mich da bloß eingelassen? Aber vergiss nicht, deine Mutter auszurichten, soll sich schleunigst bei mir melden. You visit me next year in the States? I visit you auch. Riechst dich halt drauf ein. Okay, die ganze Familie kommt. Alle Geschwinger da. So, der wäre jetzt hier draußen. Ist ja problemlos gegangen, als ich gemeint habe. Die Mama wird erst froh sein, wenn sie sich noch da jetzt wieder langsam etwas lichtet. Opa, nein, die Luft mir trotzdem weg. Nicht eben. Ist jetzt in deinem Weg? Oder ich lasse die Mutter Söhne nur da hocken? Nein, ich bin wild entschlossen. So was? Ich gehe jetzt zur Katie. Du spinnst. So, das verbiete ich mir. Ganz entschieden. Du kannst ganz entschieden nicht mehr gerade stehen. Du gehst jetzt in dein Bett, oder? Was, oder, ha? Oder wie gewalttätig. Das ist ja das reinste Narrenhaus da. Alles geht drunter und drüber. Ich mach da nicht mehr mit. Wer klopft da jetzt noch in der Wohnung herein? Traut sich die Mama vielleicht gar nicht mehr rein? Entschuldigt bitte für was. Ich weiß, es ist schon sehr spät. Na. Die Dame, die eben mit dem jungen Mann ging, hat mich freundlicherweise gleich eingelassen. Opa. Dafür bist jetzt du zuständig. Ich habe nie. Mir reicht's. Wo kämpfst denn du jetzt auf einmal her? Eine geistreiche Frage. Bei dir kommt's rein. Ich sehe schon. Das wird heute noch lange noch. Opa, den Genocke. Sportflamme, verstehst du? Ich wüsste nicht, was wir beide uns noch zu sagen hätten, verehrte, nein, das heißt nicht verehrte Frau Windmoser. Mit mir nein. So dick, hab's auch nicht aufgetragen. Nein, nichts als Ärger hoffen mit diesen Pensionisten. Weißt du, lieber Karl? Nachdem doch morgen unser Flugzeug geht, dachte ich mir, das heißt, eigentlich wollte ich nur sagen, es ist mir ganz egal. Ich will gar nicht unbedingt tanzen, wenn du es nicht willst. So,
Jetzt auf einmal, wo ich da die ganze Nacht geübt hab. Ein Twist, ein Hurli-Gurli, ein Drehwurm und ein Knierschnagler kann ich schon. Bitte übertreib nicht so schamlos. Na, also gut, die halbe Nacht. Dass ich deinen neumodischen Tanz einbringe. Und jetzt tat's dir wieder anders einfallen. Ja, wisst ihr Weiberleut überhaupt, was ihr wollt? Ha? Aber Karlchen, ich hab gedacht. Gedacht. Wenn du nicht so viel gedacht hättest, dann könnten wir jetzt morgen im Düsenflieger abfließen. Aber jetzt schauen wir schon. Opa, da wieder langsam zurück, weil sonst geht's dir wieder. Aber das können wir doch. Überleg doch. Die schönen Toren Flugticket. Die Sonne, die Wärme, so schön könnte es sein. Warum sollen wir uns denn streiten? Es ist doch noch ganz spät. Ruhe! Soll ich wieder gehen können? Ich sagte Ruhe! Ich muss überlegen. Überleg aber nicht so lang. Hoffe, du hast vielleicht auch noch Bock. Ja genau, Kaufverbocken, jetzt aber Dalli. Hast du's? Fraule, als Mädel, bist du sonst nicht so schwer vom Begriff. Auskorden, Anime! Bist mir also nicht mehr böse, Karlchen? Du fragst schon wieder viel zu viel. Jetzt aber Kaufverpacken, jetzt pressiert's! Was sollst du denn für mich halten? Wie schnell der wieder nüchtern worden ist. Sagenhaft! Mein Koffer steht schon fertig gepackt auf dem Flur. Ach, ich bin ja so froh! Ich habe ja noch ein ganz kleines Problem. Nachdem wir morgen schon sehr früh starten, könnte ich die Nacht hier verbringen. Nein, ich helf gleich ab. Wird geregelt. Aber jetzt, auf geht's in den warmen Süden. Kaufverbocken. Juhu! Du brauchst aber nur ganz leichte Socken. Vielleicht eine Strickjacke und die Badehose darfst du nicht vergessen. Hörst du? Das ist die erste paar Menschen erzählt. Die halten dich gerade für verrückt. Warum bin ich nicht bloß heute in mein Gartenhäusen draußen blieb? Was für ein himmlischer Friede wäre das? Himmel, Bierbeim Sapper, laut noch einmal. Was für ein Horn angestellt, nein, kaufe da mitten gleich. Bertha! Und der Kleisterkübel ist auch noch umgefallen. Alles kriegt man an. Bertha! Papa, leiser geht's nicht. Du, hast du den Kaufe da draußen das Taublet hingestellt? Ich bin kein Kaufmann unterwegs. Ich hab noch mal Einquartierung gekriegt. Den Opa sei Flamme gedenkt, diese Nacht. Ich wog auch hier aufzuschlagen. Moment, als erstes einmal, wo ist denn unser USA-Import hingekommen? Ausgeflogen. Der hat zufällig zu deiner Herzensschwan, zu deiner Schiene gehört. Und ich hab sie gleich geschnappt mitgenommen. Und weil du mich jetzt gleich fragen wirst, wo die Mama ist, ich weiß es nicht. Ich
ich habe jetzt nur mehr einen bescheidenen Wunsch, nämlich meine Ruhe. Aber das scheint in deinem Irrenhaus da nicht möglich zu sein. Papa. Halt da bleib, ich reib mit dir! Wieso schlagt ein Opa seine späte Errungenschaft einer da? Sind wir abgelassen als soll, hä? Was fragst du das einmal mich? Fragst du doch selber! Übrigens, der Opa packt da gerade seinen Koffer, weil es morgen in der Früh die Blitze macht. Da bleibt es ja gleich da. Ist doch logisch, oder? Gut, jetzt hören wir mal zu. Also, ich hab heute Abend eine Entscheidung getroffen. Das war's mein, jetzt da. Das war's. Ja. Unser ganzes Leben von Grund auf ändern wird. Papa, muss das heute noch sein? Ja, Bub, es geht um die Zukunft. Ey, schau, Papa. Die Zukunft dauert ja noch so lang. Da kommt schon ein paar Tage mehr oder weniger. Auch nicht mehr drauf an. Glauben wir es, Papa. Ich bin heute schon am Rande eines psychischen Zusammenbruchs. Zuerst fängt mich der verrückte Ricke auf die Bäume. Dann reicht mir einer die Gerte davon. Dann kann ich mir stundenlang den Opa sein Gewinsel und seine Kette mit anhören. Und jetzt willst du partout heute Nacht dann zu deinem Feinden. Nein, das bock ich nicht mehr. Ich hab ja wahrlich selber auch noch Probleme. Also gute Nacht, Papa. Ruhe! Ich erwarte jetzt von dir, dass dein Vater einmal zuhörst. Das wird wohl zusammenbringen im Leben einmal. So da, also, pass auf. Ich bin ganz arg, sprich. Also, ich hab heute Abend einen Schluss gefasst. Das bekannt. Fass dich kurz. Unterbrich mich dauernd. Also, ganz gleich, wie und für wen sich die Mama heute Abend entschieden hat. Wieso für wen? Sie hat doch die, oder? Nimmer lang. Entweder sie hört mit einem verrückten Nebenjob auf, oder sie hat die Konsequenzen getragen. Wieso? Willst du dich scheiden lassen? Schmarrn. Das wäre praktisch die allerletzte Konsequenz. Quasi bei anhaltender, beharrlicher Uneinsichtigkeit. Ja, kannst du mir überhaupt noch folgen? Urlaubgangs. Also, als erstes packe ich jetzt einmal einen Koffer. Was? Du auch? Das ist ja die einzige Bockerei in deinem Haus. Kriegst du auch noch mal locker? Einzelheiten, da zahle ich dir einen Schnacker. Sieh schon, das gibt heute eine Nachtschicht. Nein. Kein Verständnis kann man von der heutigen Jugend mehr erwarten. Dafür hat man so unter Entbehrungen aufgezogen. Na, mehr brauchst du nicht. Nö, wie Schweib, stell dir mal einen Koffer mit mir her. Warum bin ich hier nicht nur bloß mit meinem Garten in mein Gartenhaus rausgefahren? Und sowas nennt sich dann trautes Heim. So, da. Und wenn die Mama kommt, sagt sie, dass ich schon da bin. Ich sag heute gar nichts mehr. Ich verweigere jede Aussage. Karlchen, so glaub ich doch. Du brauchst wirklich nicht so viele warme Pullover. Hast du mein Reisen und mein Ischias? Natürlich nicht, mein Lieber. Dann schnabel nicht. Den Pullover kann man einig. Das Katzenfell und die Knie schauen auch an. Und damit aus und basta. Oder es wird nichts sonst. Wirst man's. Jawohl, ich meine. Und jetzt mach den Koffer auf. Ich will ja wirklich nicht reinrennen, mein Lieber. Aber 20 Stück lange Wohne Unterhosen. Meinst du nicht, das ist zu hübsch? Es ist warm auf Mallorca. Warst du schon mal dort, hä? War ich nicht, mein Lieber. Dann hast du ja keine Ahnung nicht, wie warm oder wie kalt es auf Mallorca ist.
Ich gehe auf Nummer sicher. Verstehst? Aber das kannst du doch in jedem Katalog nachlesen. Nein, die können doch schreiben, was sie wollen. Die liegen alle wie gedruckt. So, ich bin gerüstet. Für die Notpol-Expedition. Meinst du nicht, Brot, dass du allerweise dickköpfig sein musst, Karlchen? Das ist ja schon. Seitdem bin ich kein. Der wird nervös. Und im Übrigen möchte ich bitten, entweder diese Diskussionen zu beenden oder zu verdoben. Weil ich bin ja schließlich noch kein Rentner. Am leichten wirst du bis morgen in der Früh noch Fingerhut vor Schlaf erwischen. Dann schlaf doch! Hinter dich kein Mensch dran! So, haben wir jetzt alles? Ich hoffe, es fällt dir nicht noch etwas ein, Karlchen. Dann tat ich so, du gehst jetzt auf mein Zimmer schlafen. Und du? Haust die jetzt aber auf die Luftmatratze, weil ich mich aufs Sofa leg. Sonst bist du gesund, hä? Hier fällt nichts. Wieso? Jetzt reicht's mir. Ich leg mich jetzt auf den Dachboden auf. Na, wo gehst du heute noch hin mit deinem Bein? Das Nachtlager von Granada ist ja ein Dreck gegen den Zustand in dem Haus da. Ja, warte mal, das ist nicht mein Bein. Ich brauche sie in nächster Zeit eh nicht mehr. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich warte nur noch auf Mama, dann verschwinde ich. Entweder mit oder ohne sie. Jetzt spinnt er. Wolfst du ein Aussteiger oder bist du auch schon Rentner? Morgen. 4 Wochen Urlaub habe ich. Ich hoffe, es stört es Ihnen nicht, wenn ich heute Nacht hier nächtige. Ach, mir stört rein gar nichts. Geh zu, Bruder, hau dir mein Bein. Ich leg dir dann noch einen Zettel hin über das endgültige Ergebnis. So gültigst. Dass sie aber ja keiner mehr erlaubt, wie zum Stören, weil sonst bin ich zum Viech. So, das hat dann alles recht prima geklappt. Drei paar Stunden werden wir auch noch rumkriegen. Aber dann geht's ab mit der Faust. Habt ihr euch also doch noch entschlossen? Ich bin ein Mann rascher Entschlüsse. Aber das wissen wir. So, und ich stelle meinen Kopf auch nicht aus. Das ist ja. Ich hoffe, mein Koffer ist nicht zu fest. Aber her denn, ich hab meiner gerade zugestellt. So, jetzt hocken wir also ganz gemütlich wieder mal an. So quasi auf Abruf. Aber eigentlich hätte ich in der Zeit noch allein den Gang da draußen fertig tapezieren können. Das machst du nachher, wenn wir zwei in Mallorca sind. Das glaubst du auch bloß du. Ich warte jetzt nur auf Mama, dann kratze ich die Kurven. So weit hat es gebracht mit den Manzen drin. Ich mag nicht mehr. Da schau her, du magst nicht mehr. Ah, bist auch wieder mal da. Wird aber schon Zeit. Was ist mit deinem Verkaufer da draußen? Entschuldigen Sie, Frau Wackerfilmwolf. Ihr Vater und ich, wir verreisen doch morgen früh. Ja, noch mal Wacker. Das wissen wir inzwischen. Und da ist ja noch ein Kaufer. Was ist denn los im Himmelswahl? Das ist meiner, mit Verlaub. Ein Film war mit Blauber, 20 wollen in die Unterhose. Und für alle Fälle ein 2 Paar Knieschoner, dann noch ein Katzenfell und ein 15, 20 Paar warme dicke Socken. Reicht schon. Für was brauchst du das alles? Ich wollte auf Mallorca. Kann sein. Aber was ist denn alles passiert?
passiert, da weil ich weg war? Jetzt pass gut auf. Entweder sie hauen sie jetzt die Köpfe ein oder sie versöhnen sie. Auf jeden Fall wird es ja spannend. Bertha, jetzt sag es gerade aus. Wie hast du dich entschieden? Nein, Willi, muss das heute noch sein? Ich bin wirklich rechtschaffen wird. Das kannst du mir glauben. Den Mund habe ich mit Fuß gekriegt. Das wollte ich ja wirklich nicht, schwach. Also hast du die Probeaufnahmen eh schon gemacht. So geht der Offenzirkus mit Auftrittsterminen und der Amerikas wieder weiter. Na, du alter Brombeer, nichts geht weiter. Den Mund habe ich mir Fuß gekriegt, damit ich endlich aus dem Vertrag rausgekommen bin. Weißt du, dass jetzt endlich einmal Ruhe ist? Mei, ich rede doch Deutsch. Ja, das war's. Vorher ist ja doch keine Ruhe mehr bei uns. Schwer ist mir schon gefallen, weil es hat mir noch einmal eine Freude gemacht. Aber was tut mir nicht alles, dass der häusliche Frieden wieder gesichert ist? Bertha, ich bin ja so froh. Guten Appetit, wenn es schmeckt. Ich gucke doch nicht gar. Nein. Ich bin jetzt ja auch froh. Und jetzt würde ich sagen, verdammt uns auf sämtliche Schlafgelegenheiten. Das heißt, dem Sigi muss ich auch noch was ausrichten. Halt, halt! Der Sigi, der liegt ja in mein Bein. Ich sag mir jetzt das. Ja, weil wir zwar unser Schlafzimmer heute, morgen und überhaupt die nächsten 4 Wochen gar nicht mehr brauchen werden. Was sagst du? Was das gehört, steht das? Die werden da nicht mit uns nochmal lachen. Oh, das geht nicht. Wir wollen unter uns und ungestört sein, gell? Na, Opa, wir stören das junge Glück eh nicht. So, da, jetzt sagst du den Siegen, was zu sagen ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit zum Verlieren. Also, ich verstehe kein Wort. Sigi, schlafst du schon? Kannst du mir eigentlich mal Ruhe lassen? Dann wird es mir vielleicht noch gelingen. Sigi, ich hab die Gärtin getroffen. Ich hab's gleich mitgebracht. Sie wart draußen auf dich. Jo, ich komm gleich. Siehst du, das war ein Hallo-Wachspritzen. Wirst sehen, in einer Minute saust der da durch wie eine Rakete. Bist du schon müde, Mann? Ja, es war heute ein sehr langer, aufregender Tag. Ein Moment noch. Von da herein, endlich einmal jeder weiß, was er will und wo er hin will. Nachher kannst du auf mein Zimmer schlafen gehen. Willi, jetzt sag doch schon endlich, was du vorhast. Bertha, das ist in Urnwahl gesagt. Also, ich hab heute Abend einen guten alten Freund getroffen. Was du jetzt sagst? Ja, und den hab ich mein Problem geschildert. Und das war ganz richtig so. Da schau her, weißt du, was das ist? Ein Schlüssel? Willst du heute noch ein Quiz machen? Ja, das ist der Schlüssel zu einem Bungalow am Gardasee, der diesem besagten Freund gehört und der sehr froh wäre, wenn das Haus ein paar Wochen im Jahr bewohnt wäre. Und da er heuer selber keine Zeit hat und ich gerade Urlaub habe und da ja sonst auch nichts mehr versammelt, der Opa ist gut aufgeräumt und der Bub braucht ihn auch nicht. Also wer oder was soll uns jetzt da darauf hindern, dass wir zwar hier 4 Wochen verschwinden? Aber so schnell? Ich bin ein Mann rascher Entschlüsse. Also schau ihm an, er argumentiert mit meinem Wortschatz. Aber du hast ja gar nicht gewusst, dass ich zum Arbeiten aufhöre. Ja, das war allerdings auch meine einzige Sorge. Bertha, aber ich wäre so ohne dich gefahren. Vielleicht wirst du dann zur Besinnung kommen. Aber so ist mir natürlich viel, viel lieber. Also gut, wenn du unbedingt willst, dann fahren wir halt morgen. Nix morgen. Sofort, mein Schatz. Die Koffer stehen ja schon fertig, Bock draußen.
Komm, setz ins Auto, wir brausen ab in den Süden. Das ist vielleicht verrückt. Wir brausen ab in den Süden. So, alles machen sie ins Nau. Alles nicht, liebes Kerlchen, weil wir zwar fliehen. Aus dem Weg, ich muss zu meiner Gärtin. So, was hat denn das gehört? Jetzt ist aber die Kauf geflogen. So, dann, komm, jetzt steh nicht rum, wir anwachsen, pack mir. Willi, du kannst mich da nicht so überrumpeln. Ich hab mich noch gar nichts vorbereitet. Alles schon passiert. Wenn ich noch lange auf deine Vorbereitungen warten darf, waren meine 4 Wochen Urlaub auch schon rum. Also, jetzt müssen wir auch wirklich. In der Nacht sind die Autobahnen noch frei. Opa, mach's gut auf Mallorca, führ dich anständig auf und ärgerst halt die Frau Käthe nicht zu viel. Wir kennen ja deine Gewalt. Und hast das Taxi für morgen in der Früh schon bestellt? Hast du mich vielleicht viel blöd, hä? Ich weiß nicht, ab einem gewissen Alter wirst angeschaut wie komplett vertrautelt. Komm jetzt endlich. Mei, du machst mich noch ganz konfus, meine Handtaschen. Die Jacken brauche ich auch noch. Und wohl ein Unterhaus. Wo sind die Reisebälle? Ist alles schon im Auto. Komm jetzt, der führt euch. Der Mann schafft mich noch. Da musst du durch, Bertha. Da hilft nichts. Halt, dem Sieg, ich muss ja noch anbleiben. Hast du das gesehen? Der Willi, der ist, ich glaube, noch schneller wie ich. Das hätte ich nicht zutraut. Können wir uns nun schlafen legen? Ja, Mama, ich sperre jeden Tag ab. Ja, ja, ich mache die Hausordnung. Nicht so nass, ist schon okay. Ja, ja, ich schlafe nicht in der Badewanne ein. Ja. Ich zieh jeden Tag frische Unterhosen aus. Führt euch. So, die werden ja draußen. Die kannst nur du übrig, Opa. Ja, na, mit Begleitung. Opa, ich geh mit der Gärtin ein bisschen in die Disco. Wir sprechen uns noch aus. In die Disco? Am Miet bist du jetzt auf einmal nicht mehr. Warum soll ich denn Miet sein? Opa, der alte Schwernleiter, machst du nach Mallorca. Und Ihnen, gnädige Frau, wünsche ich nur eins, nämlich gute Nerven, damit Sie es mit dem alten Grandler auf Mallorca aushalten. Also jetzt schwingst du aber. Bin schon gut. Und euch beiden eine geruhsame Zweisamkeit an den südlichen Gestaden. Ja, und ich wünsche Ihnen auch eine recht gute Unterhaltung. Aber jetzt kommst du. Was sagst du jetzt du zu deinem Lauser? Ganz dein Enkel. Lass sie nicht verleugnen. Das Temperament, es hat es auch von mir. Karlchen, sei mir nicht böse, aber ich möchte doch nur schlafen. Leg du dich schön in dein Bett, ich schlafe hier auf dem Sofa. Bring mir bitte noch die Kissen und die Decke, bitte. Jo, aber jetzt? Oder dort die Bertha und der Willi nicht da sind, da kennt man ja so quasi uns nicht, ne? Aber Karlchen! Opa! Dass du mir ja nicht auf dumme Gedanken kommst. Du gehst schön brav in dein Bett. Und zwar alleine. Wer hätte es um Scotland Yard gehen sollen? Aber da müssen wir durch. Ja, wir haben ja jetzt ein Vierteljahr für uns allein. Ich hol dir die Decken und den Polster. Sicher, Pass. Ha 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 ha
Danke, mein Lieber. Jetzt bin ich aber wirklich müde. So. Jetzt schlafst du noch ein paar Stunden. Vielleicht werden wir morgen telefonisch. Brauchst du dir also keine Sorgen machen. So, und weißt, auf was ich mir sakrisch frei? Aufs Tanzen! Du, dein neumodischen Tanz! Die bringen die lahmen Knochen wieder so richtig in Schwung. Ach, das wird auch ein Mutz-Gaudi. Sehen. Sicher, Karlchen. Und ich hab den Autoschlüssel nicht. Wann ist das so? Schau doch selber nach. Und außerdem sind die Autoschlüssel ja immer dein so. Ja, ist es auch. Aber wenn du immer wieder alles verrahmst. Ja, kommt man in deinem Haus zu keiner Nachtruhe nicht. Geh, rutsch mir doch den Buckel runter. Ich wollte sowieso nicht so heiß am Kopf davon fahren. Aber ihr Weibs da mit eurer ewigen Schlamperei. Wo sind jetzt die Ersatzschlüssel, ha? Was kümmert denn mich der Depper der Ersatzschlüssel? Es ist ja schließlich dein Auto und nicht meins. Wenn ich einen Führerschein hätte, dann wüsste ich, wo der Ersatzschlüssel ist. Geh, geh mir doch bloß mit deiner Lage. Da könntest du ja zum Stier werden. Da willst du auf Urlaub fahren, das. Die Koffer steigen fertig gepackt auf der Straße. Und auf einmal sind die Autoschlüssel fort. Das ist ja nicht zum Fassen. Da habe ich es heute früh hergelegt, wie ich das Parkerl mit dem Kleister geholt habe. Dann legt man es aber auch nicht her. Und schon gar nicht, wenn man tapeziert und so einen Verhau hat. Ich gehe liegen. Meint ihr die kleinen Schlüssel mit den blauen Taschen? Den habe ich gesehen. Ja, wow. Wo sind sie denn? Den hab ich früher in den schwarzen Jacker da down. Weil sonst verliert man sich ja da nur. Opa, wieso sagst du das nicht gleich? Hast mich auch nicht gefragt. Ja, ist ja klar. Das war ja ein Siege sein, Janka. Und der ist damit in der Disco. Opa, Opa, Opa. Ich weiß schon, wie ich heiß. Die Familie da, die gibt mir einen Rest. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich mag nicht mehr. Aber ich, das eine müsst ihr euch merken. Zu jeder Stunde, da musst du einfach durch. Weil bei Wackerls geht's rund.
Ist Donner? Ich hasse den Blitz, der Stumpf. Mich ist Stumpf, mich blitzt mir. Du, mich ist Aber nichts, wenn ich mit seinem Bild so eine Ahnung sehe, Wand aufhängen. Ja, du hast oben, sehen wir dann vorher aus.